Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe eine kleine Rückmeldung und zwar A, bin ich jetzt wieder mal relativ viel im Arbeiten, deshalb kommen etwas weniger Videos. Zum anderen ist auch der Korridor des Sagbaren wieder geringer und kleiner geworden und enger geworden. Wir haben das vor der Wahl schon gesehen. Da wurde sozusagen ein Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Wahlen zum Exit-Grund für YouTube. Jetzt haben wir hier, just in, YouTube will ban any video that claims, sieht da selber, ne, brauche ich nicht alles vorlesen. Also Fakt ist, wenn du an der heiligen Spritzung, nennen wir es mal so, Zweifel hegst oder irgendwas behauptest, dann ist wahrscheinlich dein Kanal ganz schnell weg. Ja, da sage nochmal einer, das wäre keine Zensur. Zweifeln oder Nachdenken ist nicht erlaubt. Das ist wie das Wahrheitsministerium. Das passiert, wenn man Monopolisten zulässt. Und Monopolisten haben immer den Nachteil, dass sie irgendwann die Qualität verändern. Und das ist in diesem Fall die Freiheit. Ja? Die Qualitätssenkung im Sinne von Freiheitseinschränkung und Zensur. Ich habe dementsprechend, bin ich nochmal durchgegangen, ich hatte eh schon so viel auf privat gestellt, habe eine Menge auf privat gestellt, nochmal, wo ich dachte, die können mich natürlich trotzdem jederzeit hochnehmen, wenn sie Bock drauf haben. Irgendwas finden die immer, fürchte ich. Aber ich werde das in Zukunft also ein bisschen anders machen. Da muss ich eben in Zukunft wieder mehr teasern. Oder ich spreche eben in Rätseln, benutze Kunstworte. Ich weiß noch gar nicht, was ich Schönes mir ausdenken könnte. Pieksung ist vielleicht auch zu gefährlich inzwischen. Muss ich mal überlegen. Aber deshalb sind jetzt wesentlich weniger Videos da. Wer mehr sehen möchte, kann auf Freitrei und Odyssey gucken, auf BitChute auch. Wobei BitChute den Nachteil hat, dass ab und zu mal da Videos halt nicht erscheinen, weil, keine Ahnung, weil BitChute halt technisch irgendwie nicht auf dem Stand der Dinge ist, was ich sehr schade finde. Es wäre toll, wenn die Plattform mal aufmöbeln würden. Aber jetzt muss ich mal hart vergleichen, wenn ich sehe, was Odyssey oder Freitrei heute bieten, da kommt BitChute nicht mehr mit. Waren die ersten, die eine alternative Plattform geschaffen haben und sind aber irgendwie zurückgefallen, was ich sehr schade finde. Nichtsdestotrotz versuche ich da, die Community zu pflegen und dann noch genug hochzuladen. Also das heißt, weit weniger Videos zu sehen jetzt, nur noch so Reste-Kram. Ansonsten, wenn ihr mehr von meinen Sachen sehen wollt, müsst ihr eben auf die alternativen Medien gehen oder eben auf Telegram bzw. auf Getter, da bin ich auch ganz gut aktiv und da poste ich auch immer meine Videos. Ja, neue Stufe der Zensur, man weiß gar nicht, was sich noch einfallen lassen. Es ist leider so, wer die Medien kontrolliert, kontrolliert auch die Meinung. Das ist, fürchte ich, das, was sich nicht in Abrede stellen lässt. Bleibt mir gewogen, würde mich freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid und schaut. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Das war's von mir.